Nee. Oh, Digga. Und auch ganz leicht. Jetzt kommt auch noch andere Musik. Ich raste aus. Nein, ich will das nicht hören. Ich will das nicht hören. Hey und willkommen, ich bin Herr Bergmann und es ist Halloween und dementsprechend spielen wir auch eine extrem gruselige Map, hoffentlich. Hallo Paluten, hallo Sturmwaffel. Hallihallo. Guten Tag. Und, habt ihr Bock oder was? Jein. Nee. Wir wissen ja noch nicht, was uns ganz so erwartet, deshalb kann ich es dir später sagen. Man muss auch dazu sagen, wir haben hier wirklich keine Kosten und Mühen gescheut. Es ist schon wieder, meine Uhr geht falsch, es ist wirklich 20 vor 1, ja, ne? Nur 20 für 1 ist richtig. Genau, ich habe hier, wir haben hier Kerzenschein und ich habe mir auch einen speziellen Skin besorgt, der so ein bisschen, ja, wie ein fehlgeschlagener. Ja, das ist Herr Bergmann als Frauenarzt. Genau das ist ja hier, ne? Halbtags mache ich ja auch noch das, wie viele so wissen. Und ja, dementsprechend können wir von mir aus eigentlich direkt reinschlüpfen. Wobei, es gibt ja noch eine kleine Vorgeschichte. Magst du sie einmal vorlesen, Schlupfwaffel? Will do. Ich nehme mir direkt mal den Lever, denn die Leber soll gleich darauf gelegt werden. Deswegen kann der Metzger das machen. Hier, Metzger, ich gebe dir den Leber. Der Hebelman, meinst du? Der Hebelman can. Genau. So, Leber liegt, die Leber liegt auch ja, hier. Ja, ist gut. So, die Vorgeschichte, ich werde jetzt grob geschnitten ins Deutsche übersetzen. Also, wir schreiben das Jahr 1994. Eine kalte Nacht im Januar. Wir entschließen uns jetzt als Bande der Herzen, eine alte Monastery, da wo wir drin sind, weiß ich leider nicht, wie man das genau übersetzt, aber eine alte verlassene Unterkunft im Prinzip zu untersuchen, weil wir gehört haben, dass da ein geheimer Schatz versteckt ist. Und dieser geheime Schatz ist so antik und mysteriös, dass Leute wirklich behauptet haben, dass Hitler hier hingekommen ist, damit er mehr Power. Hitler? damit er mehr Kraft bekommen hat, um den Krieg zu gewinnen. Aber wie wir alle wissen, war das nicht so successful. Und die Gründe, das ist auch geil, die Gründe, warum er versagt hat, sind unbekannt. Ah ja, okay. Ja, passt. Ja, aber gut. Ist noch nicht zu Ende. Paar Gerüchte in der Stadt, die hier rum ist, sagen, dass der Demon... dass das ein Dämon ist hier, der diesen Schatz bewacht und Hitler diesen eben gefunden hat und nicht die Power von diesem Dämon, also Hitler konnte nicht die Power von dem Dämon überwinden und deswegen hat er sich irgendwann in seinem Bunker umgebracht. Batz, so, genug Vorgeschichte. Oha, okay. Und wir, oder? Was ist unsere Aufgabe jetzt hier? Warum sind wir hier? Einfach nur so. Irgendwie Autopanne gehabt und hier wollen wir jetzt... Wir wollen diesen Schatz finden. Ach so, natürlich, klar. Ja, okay. Genau. Also mach mal. Seid ihr bereit? Soll ich es wirklich tun? Ja, tu es. Okay, wenn es gleich zum Geschrei kommt, ne? ich flipp direkt auf. Achso, ich kann ihn hier gar nicht reintun. Ist das hier Glas? Drauf tun. Ja. Rechtsklick. Mach ich, geht nicht. Okay, mach es auf. Muss ich ihn einfach so rein? Da ging es auch nicht. Da ist eine Glasscheibe. Doch, er ist reingegangen. Ich hab ihn. Das erste. Oder müssen wir hier. Das hat Paluten. Wer Paluten? Versuch du mal dein Glück. Müssen wir die Glasscheibe wegmachen? Nee, können wir nicht, weil wir Adventure Mode sind, ne? Oh, was war das? Ich hab einfach das Ding umgeschaltet. Warte. Ich hab ja das Buch auf. Vielleicht. Achso. Wir scheitern hier dran. Ich muss mal kurz. Ich glaube, seid ihr im Abenteuermodus? Ich glaube schon, ne? Was stand bei mir da gerade? Weiß ich nicht. Okay, egal. Ja, geil. Gute Map so. Freue mich richtig. Fertig, zack. Tu mal da drauf jetzt. Ich hab das jetzt kaputt gemacht. Tu mal da rein. Nee, okay. Genau, tu mal den Schalter da drauf. Nee, da drauf und dann drücken. Ach so. Ah. Wow. Hey, bei mir steht die Kamera fest. Oh. Wo seid ihr? Alter! Wieso richtig da? Wieso? Ihr seid jetzt. Hört ihr das? Nein! Gott, Alter. Oh Gott, ey, ich bin nervös. Wir sind irgendwie in Krakau oder so. Krakow. The monks of the monastery of Krakow welcome you. Please come in. Okay, also Mönche, ne? Also sind wir hier in so einem Tempel. Oh, Alter, die Sounds. Ey, habt ihr die wirklich auch auf 50? Ich raste ja, nicht. Ja, ich hab sie sogar auf 60. Ey, wer schlägt mich hier? Schlag gar nicht, ich will hier rein. Ja, dann macht doch die Tür auf. Ich will. Ich raste aus. Ich
flippe jetzt schon aus, Mann. Das bast mich auch so ein bisschen. Wollen wir einfach. Paluten geht einfach vor. Okay, los geht's. Nehmen wir uns an die Hand, bitte. Hier. Komm, komm. Oh Gott. Ey, aber wenn wir hier ineinander dauernd gehen, dann erschrecke ich mich. Das Mann, geh weg! Komm, das ist alles falsch, was wir tun, bestimmt. Doch einfach durch diese Tür! Das Haus, Leute! Oh, warte, hier. Catacombs. Aber wir kommen hier nicht durch. Ist das korrekt, dass wir hier nicht durchkommen? Nee. Balloon, nicht weggehen! Was denn? Wo ist er? Warum ist alles dunkel? Jetzt ist der Sound einfach weg. Hilfe. Ist der Sound bei euch noch da? Ja. Wow, Alter! Mann! Sturmlaufe, du kannst doch nicht so laut hier irgendwie. Oh, Hilfe. Wer hat da einen Scheiter betätigt? Ich. Warum sind wir jetzt hier? Wir sind hier reingeportet worden, weil ich lief. Lief. Das war das Halloween-Special. Was leuchtet da hinten? Seht ihr das? Ja, ich sehe es, aber ich will da nicht hin. Was ist das? Ich will nicht. Ich kann es nicht sehen. Oh. Oh. Ich gehe rückwärts. Ich will einfach nicht. Was ist denn das? Was ist das? Kein Plan. Ey, gleich kommt so ein Evil. Oh. Wow! Oh. Warte mal, wir müssen, glaube ich, hier runter. Ja, machen wir. Kein Ding. Kein Ding für den King. Ihr beide euch umarmt. Ja. Wie lang ging die Map? Eine halbe Stunde? Wir sind geisteskrank, Leute. Wir haben schon eine halbe Stunde für die erste Tür gebraucht. Insert key and press button. Hört ihr auch Schritte oder drehe ich jetzt gerade völlig durch? Wir haben gar kein Key, ne? Ja, wir haben kein Key. Müssen wir nochmal hoch. Müssen wir einen Key holen. Ich mach's jetzt mal aus hier. Entschuldigung. Alter Verwalter. Okay, du gehst vor. Okay. Also müssen wir wieder zurück. So, einmal wieder nach oben. Man kann auch irgendwie nicht rennen, ne? Nee. Oh, es ist so gruselig, das Geräusch da. Oh, Alter. Ja, geht doch. Hör mal auf. Du machst mich richtig wuschig hier. Wo seid ihr denn? Hier ist eine Treppe nach oben. Okay, gehen wir die Treppe nach oben. Och, Mann. Lass mal wieder rausgehen. Lass mal irgendwie ein schönes in der Innenstadt kaufen. Habt ihr denn noch Musik? Nee. Sollten wir auch ausmachen. Nee, wir hatten doch vorhin ganz kurz Musik. Gott, Alter, ich gehe die ganze Zeit in die Hilfe. Oh, hier passiert doch irgendwas. Ja, ich bin dem Ganzen sehr, sehr misstrauisch gegenüber. Alter, oh Mann, ey, wenn das gleich wieder so laut. Ah, hier ist doch hier, warte mal. Was? Das sieht doch aus wie eine Kirche hier gerade. Ja, ist ja auch schön und gut. Kann ja auch eine Kirche bleiben. Exorzismus, Alter. Ich raste aus, weil ich hasse sowas. Was ist da? Was ist da? Amen, in der Kirche. Nichts, da ist ein Kreuz. Oh, da hängt jemand. Oh, nee, das ist so ein Ding. Oh. Doch, da. Ja, das soll jemand sein, Kopf. Ne? Ach du heilige Scheiße. Wow. Können wir hier irgendwas brauen? Vielleicht kriegen wir hier einen Key oder so? Weil das ist ja den wir brauchen. Oder? Da ist nichts drin. Kann jemand zufällig Dieu Mortus? Ja, das ist von Französisches, oder nicht? Nee, das ist nicht. Ist das nicht ein für die sterben oder Mortus? Ach so, Latein hatte ich leider. Ich weiß es aber nicht. Ich hatte auch kein Latein. Übrigens, diese Lichter da hinten sind einfach nur der Himmel, die Sterne im Himmel. Lichter da hinten? Ach so. Ja. Ist da? Das war irgendein Monster, was uns zerfetzt. Ja. Okay. Also hier ist schon mal kein... Oh, es geht nochmal nach oben. Oh, super Idee. Generell, ist das bei euch auch so krass reingezoomt? Ja, ne? Ja, auf jeden Fall. Jetzt, wenn ihr damit Optifine raus seid. Ich habe Herzprobleme, habe ich euch das gesagt? Komm, wenn ich schwach jetzt hier. Geht noch? Okay. Oh, hier ist eine Kiste. Papier. Da ist doch, der. Ja, da der ist er. Ja. Ah, ja. Ist er. Ja, Papier nehmen wir einfach mit. Entschuldigung. Nee. Warte mal, kann ich das jetzt nicht vorlesen? Nee, Papier, kann man damit in die Karte machen oder so? Ja. Ja, hier ist aber ein vierseitiger Text. Hier steht doch auch was auf dem Boden. Was 50 years of silence says it all. Ach so, okay. Was ist das hier? Portal is nowhere. Ah, ihr habt so Optifine. Ich hab Optifine, aber ich hab jetzt den Schlüssel, ne? Okay, also ich lese nochmal kurz hier. Ich hab so ein vierseitiges Buch hier natürlich. So ein Brief. Okay. Im Namen Gottes, ich weiß nicht, was die. Warte mal. I know the reason of why this demon invaded the house of the Lord. I desavour it. The place does not deserve this demonic possession. Since the last 5 years, our brothers in the community have been charitably to the poor.
Okay, ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Ich bin mir jetzt aber auch nicht ganz sicher, ob das jetzt so wichtig ist, ob wir das nun vorlesen. Ja, auch Leute nicht so gastfreundlich hier, ne? Die könnten uns ja wenigstens mal... Wer geht vor? Ich verstehe ehrlich gesagt gar nicht, was wir hier machen, ehrlich gesagt. Wir müssen nur diesen Katakomben-Key holen. Nee, was wir hier wirklich... Story-technisch bin ich einfach nicht überzeugt von unseren Beweggründen, hier in dieses Haus zu gehen. Wir wollen diesen mächtigen Schatz haben. Ja, warum? Warum? Mächtige Typen. Weißt du, wieder Reichtum und Verderben, das ist doch wieder einhergehend. Gönn dir doch mal was hier. Nee, gönn dir, komm, gönn dir. Gönn dir doch mal ein bisschen. Ja, mal ganz im Ernst, würdet ihr in so ein verfickt dunkles Haus gehen, Alter, um so einen Schatz zu finden, wenn nee, Hitler hier gestorben ist und alles? Nee, die Tür flasht mich nicht mehr. Oh, doch, die hatte noch mal was. Weil ich nicht in der Nähe war und ich wusste, dass ihr die aufgemacht habt. Ja, gut. Also muss man den hier drauf tun und dann den Schlüssel drücken? Oder wie? Ja. So, wir haben jetzt hier einen kleinen Cut gemacht, nachdem wir da 10 Stunden versucht haben, den Schlüssel irgendwie sinnvoll anzubringen. Nachdem der Schlüssel weg war, haben wir einfach gesagt, okay, wir probieren jetzt noch was anderes. Und wir haben eine Lösung gefunden. Der Schlüssel muss wohin, Jungs? Hier dran. Daran. Nee. Nee, was? Nein, wir müssen zu den Katakomben. Achso, ja, genau. Und die, okay, los warum geht's. Warum ist hier ein Block? Weiß ich nicht, ist aber jetzt meiner. Cool. Den hatte ich da hingelegt. Boah, Alter, warum sind wir denn... Was? Warum sind wir denn jetzt hier plötzlich bei... Wo bist du? Ich bin weg. Ich bin hier plötzlich bei irgendwelchen Gräbern. Ja, bin ich aber auch. Ja, ich bin neben dir. Seid ihr links gegangen? Oh. Ja, ich will auf jeden Fall irgendwen laufen. Also hier ist Katakomben. Ich sehe dich doch da vorne. Ich sehe dich. Ich hab die Katakomben aufgemacht, Leute. Alter, Leute. Ja, hau mal den Block da hin. Gute Idee. Boah, was war das? Ich mach die Sounds jetzt noch lauter. Das kann ich angehen. Ich brauche hier... Vielleicht nochmal mitkommen hier. Paluten, wo bist du? Ah, da. Okay. Ach, hier, auf wie viel Prozent habt ihr? Jetzt habe ich auf 61. Ich habe auf 90 jetzt. Auf 90? Ja, ihr macht jetzt auch Angst, dass es einfach zu laut wird. Und nein, Bock auf die Katakomben so? Ja, habe ich richtig Bock drauf. Ich feiere das. Warum bin ich eigentlich immer der Sack, der vorgeht? Geht ja, doch mal. Du bist doch so der Hate. Ich bin doch hier. Ja, bin der schreckhafteste Captain Sturmwaffel. Ich bin der nachher sagt, er muss mal kurz auf Klo und dann nie wiederkommen. Oh, was liegt denn hier? Was ist das hier für ein Block, komischer? Können wir denn, vielleicht sollten wir nochmal unseren Schalter holen? Das ist wirklich mega. Wieso hasselt Sturmwaffel durch den Boden? Ach, jetzt ist er wieder oben. Was ist das hier? Was ist denn das? Das sind Glasscheiben, die können wir ja kaputt machen, oder nicht? Ach so, ja. Dürfen wir das? Ja. Wow! Alter, okay. Da ist ein Schlüssel. Secret Key, ja. Ich habe mir den mal direkt geschnappt, wegen Hebelmann und so. Verrottetes Fleisch nehmen wir mit. Wir nehmen einfach alles mit, ne? Ja, ich hab mir jetzt mal das Buch geschnappt hier. Da steht, hier liegen die Reste von Vater Bosniak. Ihh, dann nimmt die scheiß Knochen wieder. Das ist ja widerlich. Beschützer. Beschützer des Dämons und der Engel des Gottes. Ist es bei euch auch so mega dunkel? Ja, natürlich. Mega mäßig dunkel, einfach nur. Ja. Also wer hat den Key? Ist das jetzt vielleicht der Key für die Dings? Das kannst du natürlich haben. Stimmt. Weil Katakomben, was ist denn sonst noch hier? Weil hier ist sonst nichts mehr. Mich interessiert auch gar nicht, was hier sonst so ist, wenn ich ganz ehrlich bin. Ist da hinten so? Einfach schnell wieder weg. Ja, nee, also es ist wirklich nichts mehr hier. Ja, geht einfach wieder, ihr Schweine. Hier ist nichts mehr. So, ich gucke mich noch. Was ist denn, Digga? Oh, ich erschrecke mich nicht so. Ich hab mich so erschrocken, Mann, ey. Fick dich. Den Scheiter nehmen wir wieder mit, ne? Da können wir gar nicht. Lass dich mal in Ruhe jetzt, komm. Oh, ey, wieso können wir den Scheiter denn nicht mehr mitnehmen? Was? Ach doch, klar. Ich muss einfach... Okay, erst klar. Nehmen wir mal sicherheitshalber mit, okay. Also wir sind jetzt ja auch bewaffnet. Warte, hier... Paluten hat seine Beine verloren. Krasser Horroreffekt. Hier vorne? Genau. Wir sind bewaffnet. Uns kann nichts mehr passieren. Vater Bosniaks Bohnen besonders. Hä? Achso, ja, ich habe uns mal wieder geportet. Boah, Alter, ey. Ja. Wir müssen aber ganz nah zusammenbleiben. Ganz nah zusammenbleiben. Ja, klar. So. Können. Nehmt euch an die Knochen, Jungs. Achso. Oh, könnt ihr mal aufhören mit den... Oh, ich würde dir Bergmann, ne? Das kriegst du so doppelt und einfach. Das nervt gerade eben. Das sieht einfach so ausgeflippt hier. Oh, meine Facecam wird auch immer so orange, wenn ich vor Paluten stehe. So, ich mach jetzt mal hier was, ja? Ja. Tu mal den Key da, rechtsklick rein. Ah. Okay, now playing. Okay, es heißt. Okay. Geht mal vor. Ja. Okay. Ich wurde geportet. Ich nicht. Was hast du denn gemacht?
Ich habe mich da einfach raufgestellt für ein paar Sekunden. Achso, okay, ja, okay. Oh. Kommst du noch? Auf euch, ich will zu euch. Wo denn, einfach in die Tür? Nee, einfach auf die, ja, vor die Tür stellen. Hab ich. Für ein paar Sekunden. Wurde ihr geportet? Ja, ich bin da. Okay. Ich sehe dich zum Beispiel gar nicht. Nee, ich bin noch nicht geportet. Ich werde auch nicht. Ich höre aber Schritte. Jetzt bin ja vermutlich ich. Nee. Hallo. Du stehst, mach die Tür mal auf, mach die Tür mal auf und dann stell dich dahin. Also du stehst. Ah, okay. Bist da? Ja, hallo. Okay, ich sehe euch. Okay. Ich sehe euch gar nicht. Ja, egal. Passt schon. Okay. Wir sind direkt hinter dir. Ich bin hier. Oh, Digga. Was ist da? Du bist so ein Jetzt sehe ich dich, du Hund, ey. Du Hund, ey. Ja, ja. Muss ich mal gut einmal schlagen. So geht das. Okay. Okay. Einmal cool sein. Alter, Mann. Warum bist du weg? Ja, wie? Ernsthaft? Wieso ist er weg? Auf den Knopf drücken, Leute. Okay, wo ist denn da ein Knopf? Da ist kein Knopf. Ach, da. Oh, es baut sich langsam Musik auf bei euch auch. Nee, Wasser. Nee. Hört ihr das? Nur Wasser. Hast du Musik an? Ja, aber auch... Nee. Hab ich nicht. Nee, ich höre auch Musik. Ich hab Musik aus. Ich hab so ganz leise, so einen ganz dumpfen Basston. Nee, bei mir ist gar nichts. Ich auch nicht. Ich höre nur das Wasser plätschern. Voll. Als wenn gleich echt was Böses passieren würde. Okay. Leute. Du laberst doch. Du willst uns hier doch einfach nur rein. Ernst, Mann. Jetzt, ernsthaft. Guck meine Videos. Nee, hier ist nix. Sound. Ist falsch. Was jetzt hier fehlt, so die Tanne aus The Ring oder so, die jetzt hier so langsam hochstapft. Die Tanne? Die Tanne. Die Tanne aus The Ring, Alter. Die hat einen Oscar gewonnen, glaube ich. Können wir hier die Fackeln, würde ich gerne einfach mal mitnehmen. Wieso schwebt ihr hier eigentlich? Ich glaube, macht mal eure Sounds lauter. Ich habe wirklich richtig unheimliche Scheiß läuft hier gerade. Ja, ich höre diese. Also ich habe es jetzt auf 80%, ich höre trotzdem nichts. Also irgendwie buggt das bei mir hier auch ein bisschen. Also Stürmer verfliegt hier. Boah, Alter! Was geht? Ich habe gerade einen richtig mörderischen Sound gehabt. Nee. Bei mir ist alles... Wieso, was läuft denn hier? Wieso ist denn das alles unterschiedlich? Weiß ich nicht. Also hier links geht's lang, ne? Hier links geht's lang. Dann geh doch mal rein. Ja, lass uns mal hier. Away. Hier brauchen wir wieder einen Schalter. Warum bist du links vorbeigegangen? Hat jemand Schalter? Nee. Schalter brauchen wir. Jemand einen Schalter mitgenommen? Doch, ich hab einen Schalter. Ja, klar, ich hab den Schalter mitgenommen, ja, weil ich hyperintelligent bin. Du bist der Beste. Okay, los geht's. Ab in den nächsten. Warte mal, dann lass ich euch mal vorgehen. Ja, seid ihr noch da? Ich sehe euch wieder nicht. Oh, zu einer die Türe. Hey, welche Türe denn? Wo seid ihr denn? Da. Oh, oh jetzt, Gott, ja. Jetzt. Alter. Mann, Leute. Jetzt muss ich mich nochmal porten? Hier, zack, da bin ich auch. Oh, Mann, ey. Hey, alle wieder zusammen, was los? Also runter hier. Einfach mal schön hier gepflegt runtergehen. Ich gehe nicht vor, ey, ich schwör's euch. Das ist mir so egal. Ich werde jetzt hier sicher. Warum ist das jetzt... Warum ruckelt das? Oh, Digga! Oh, was? Da ist irgendjemand längst gehuscht. Leute. Alter! Wo seid ihr? Ja, ich bin hier bei euch. Ich hoffe doch. Schlag mich. Das Licht geht an und aus. Ja, ey, Leute. Da bist du. Wo seid ihr denn? Ja, in der Wand seid ihr. Da. Alter. Hier, siehst du uns? Warum ist da jemand... Hier ist jemand längst gehuscht. Wie jemand längst gehuscht. Ja, hier ist so einer längst gegangen. Hast du den Klaviersound nicht gehört? Nee. Oh, ich gehe nicht mehr vor. Ich gehe nicht mehr vor, Leute. Ich habe richtig, richtig Bange gerade. Aber Paluten hat's auch gesehen, oder? Wieso geht Paluten denn nicht weiter? Jetzt höre ich auf einmal die Musik. Dieses Grollen? Nee, dieses so eine Musik, dieses Spiel. Okay. Alter, was geht denn hier? Ist hier in der Kiste? Da sind nochmal zwei Bücher und ganz viel Paper. Boah, hab ich mich erschrocken, Alter. Oh, Mann. Ich finde es auch irgendwie beängstigend, dass bei uns das nicht alles... Was ist das hier links? Oh, was ist das denn hier mit dem Fernseher? Boah, das Dracula? Ja. Oh, mega creepy. Hier guckt jemand... Hier kreischt bei mir gerade alles. Kreischt? Ja, hier ist so ein Schreien, vielleicht wie aus dem Fernseher oder so. Oh, wieso hab ich das denn alles nicht? Ich hab aber auch kein Schreien. Ich will nicht mehr. Sind wir hier durchgekommen? Am Anfang? Hier ist jetzt irgendwie... Warte mal, hier ist wieder irgendwas zum Öffnen. Mega behindert. Eine Lederhose. Wo denn? Und ey, was backt bei mir total rum hier? Ich sehe euch nicht. Da, hier. Warte, wir müssen nicht einmal... Siehst du uns nicht? Ja doch, hier sind wieder 1000 Bücher. Einfach hier so längs. Ist da oben Bücher. Ich nehme mal die Bücher und alles mit. Jetzt hat zum Beispiel die Musik bei mir aufgehört. Ja, ich habe auch gar nichts mehr jetzt. Ja, jetzt einfach nur. So, ich habe hier einen Trichter. Was soll ich denn in den Trichter reintun? Nick. Oder? Hä? Da sind gerade Melon Seeds drin. Ja, sollen wir die mitnehmen? Oder ist das, ja? Die ist mitgenommen.
Soll ich einfach mal jetzt, ich habe verrottetes Fleisch oder Blätter kann ich reintun. Ich tue einfach mal vier Blätter. Warum denn? War noch nichts. Ja, weil manchmal passiert was dadurch. Ach, hier unten. Ach nee, okay. Ach, keine Ahnung. Oh, Alter, okay. Ich riech das hier, ey. Boah, dieses Huschen, das wünsche ich keinem von euch. Das dass du dieses Klavier nicht hattest. Ich hatte dann so ein ganz schrilles Klavier. So kam dann so mega laut auf einmal. Generators Room? Wollen wir da mal reingehen? Gerne. Ja, genau, da kam das Huschen her, Alter. Wer spielt denn sowas alleine? Da muss noch geisteskrank sein. Geisteskrank. Hier, ihr schnappt einfach die ganzen Bücher. Energy Machine. Hier sind noch zwei Stöcker. Hier sind diese Maschine verbraucht zu viel Energie. Wir haben. Ach so, deswegen hat das Licht geflackert. Ach weil so. Diese Maschine irgendwie zu viel Energie verbraucht. Immer ganz im Ernst, Paluten. Du hast doch nicht wirklich da was lang huschen sehen. Doch, da war 1000%, da ist 1000%ig was links gehuscht. Ja, das sah aus wie so ein Skeleton-Archer. Ja, das sah aus. Richtig krass, krasse. Nee, das war ein Mensch. Also sowas wie keine Ahnung, könnte Bergsmans Zwilling gewesen sein. Aha. Ja, und der ist da wirklich links gehuscht. Ja, wir haben nichts, um jetzt hier Kohle zu machen oder so. Also. Wir können jetzt einfach looten, Alter. Was ist das? Ich hab mich so erschreckt. Ich sehe nur einfach so, ich habe so Angst jetzt vor den Leuten, wenn die da irgendwie wieder kommen. Ich will einfach nicht mehr. Hier kommen wir jetzt aber gerade nicht durch. Oh, jetzt wird's hell wieder. Ja, jetzt hier ist hell. Aber wir haben nichts, um das irgendwie zu öffnen. Ja, auch noch eins, oder? Ich habe einen Hebel, aber. Aber der macht hier keinen Sinn. Boah, wieso ist hier. Dunkel hell. Was ist das für ein Sound? Jetzt habe ich so ein Bzzz-Bzzz-Geräusch. Ja, das Bzzz-Bzzz-Geräusch kam schon ein paar Mal. Ja, das hatte ich auch schon. Wenn der Strom an- und ausgeht. Okay, ja, wir können. Boah, Alter, was ist über uns? Gehen. Alter, ich bin gerade erschrocken. Das ist die Lampe, okay. Wo seid ihr? Leute, wo seid ihr? Ich bin im Janitor's Room wieder. Ich habe aber richtig Schiss vor diesem Scare, einfach nur. Ja, ich guck jetzt. Alter, fickt euch jetzt. Ich wette, jetzt gehen die ganzen Sounds bei mir hier überhaupt erst. Wow! Hast du mich geschlagen? Alter, ich raste gleich völlig aus. Jetzt hört auf, die Tür mal euch zuzumachen. Ich schwöre euch, es reicht. Okay. Also hier war das. Hat jeder irgendwie sein. Warte, ist da irgendwie noch was mit dieser Energy Machine gewesen? Boah, der ist long. Können wir hier irgendwie rein? Boah, Alter, ich versink hier richtig drin. Alter. Was passiert, wenn ich hier mal so ein bisschen mal rein. Oh, der tanzt der Knochen. Sieht sich vielleicht hier irgendwo über uns? God bless their souls. Ja. Also, solange diese Maschine da irgendwie nicht an ist im Nebenraum, kann man den Dings nicht finden. Also da steht but as long as this machine is off, the sealed beast will not be discovered by intruders. Also das verschlossene Biest wird nicht von Eindringlingen entdeckt werden, solange diese Maschine jetzt hier aus. Ups. Ich habe jetzt hier alles kaputt gemacht. Wie kommen wir denn durch diese Ich habe jetzt Dracula oder? Unten drin. So. Hier, guck, alles gut, Fernseher wieder. Das Papier hier drauf. Okay, das kann man nur drehen. Was? Irgendwie was verbrennen oder so? Ja, oh. Papier haben wir doch ganz, ganz viel. Ja, aber wie willst du das verbrennen? Ja, weiß ich nicht. Furnace? Hier ist ein Ofen. Wieso haben wir denn so viele Bücher? Alter, was ist das hier gerade? Oh Mann, ey. Oh Mann. Ja, die Frage ist halt, wie man hier weiterkommt, ey. Das ist einfach zu schwierig gestaltet, ey. Ja. Zumindest für uns. Hier ist zumindest eine Handwerksbank. Müsste man jetzt wissen, was man. Irgendwas kann man hier doch bestimmt draus basteln. Bohnenmehl. Ein Papier noch, hier zack. Oh Mann. Dann mach ich eine schöne Lederhose. Du hast eine Lederhose? Ja, ich habe eine Lederhose gefunden. Die ist aber meine. Die schützt mich. Vor dem Typ, der hier längst gehuscht. Ja, das. Wo seid ihr? Jetzt hab ich auch das Sitz. Wo seid ihr? An der Türe. Hier sind wir. Wo? Warum können wir hier nicht? Hin? Wo ist Paluten wieder? In welchem Raum bist du? Ich bin. Oh! Was? Nee, es war dieses Geräusch wieder, wenn du hier längst. Ja, geh mal da in die Richtung, Sturmwaffe. Wo denn? Ja, genau da. Da, ja. Da macht sie die ganze Zeit zit. Ja, geh mal geradeaus. Ach, warte, hier ist ein. Achso, hier ist einfach nur Knochen drin. Warte, ja. Wir können doch. Alles gut. Was sollen wir da ein? Warte mal. Ich verstehe nicht, was wir hin tun. Also hier ist ja auch nichts. Ich habe hier noch einen Hebel. Ja, aber wo? Ist the question, ne? Sollen wir mal, komm noch an die Maschine, ob du da den Hebel an die Maschine tun kannst. Okay. Stimmt. Was dann der Generator einfach angeht.
genau hier oder so. Oder wir müssen die ja irgendwie zum Brennen bringen. Ja, eben. Ich habe jetzt 3 Books reingetan. Das funktioniert aber nicht so. Das heißt, einer von euch hat den Hebel jetzt. Papers. Oh, ich hab den. Ich hab ihn nicht. Oh. Ah, so. Funktioniert ja, das war die Lampe jetzt. Die hast du so gemacht. Nee, aber das ist doch richtig, oder? Ich glaube auch, dass es richtig ist. Gucken wir mal. Gehen wir mal zur Türe. Das können wir ja mal rausfinden. Ich glaube, die hat das bestimmt getriggert. Nee, sitzt aber noch. Willst du mal da oben? Hier ist was. Warte mal, oder? Würde ich mal jetzt so spontan sagen. Oh, Digga. Was? Oh, Mann, ey, ja, hier hat's wieder bzzz gemacht. Ich hab was gemacht. Oh, nice, das war richtig. Bei mir stürzt in ihr Spiel ab. Bei mir hängt's auch. Ja, jetzt bin ich jetzt wieder zu liegen. Okay, Generator läuft. Okay, wunderbar. Ja, genau. Puh, okay. Ja, Leute. Ja, nur muss einer rausgehen, ne? Ich mach's. Fabi geht raus, bin direkt vorne. Alles cool, ich guck langsam auf den Leute. Ja, Tür ist offen. Alter, bei mir ist gerade richtig die scary Musik, ey. Die so ein Hör auf, okay, nächster Raum. Wo seid ihr? Bitte, kommt. Danke. Jo, ich bin da. Oh Mann, ey. Okay. Ich höre euch kaum. Doch, hier, hallo. Oh, hier kann man runterfallen, oder? Ja. Ja. Oh, es geht aber so weit, ey. Ganz ruhig. Achso, das ist der Glockenturm. Glockenturm? Ich habe gar keine Musik mehr. Bei mir geht's gerade richtig ab. Bei mir geht's richtig bananas. Ich verstehe das nicht, warum es nicht bei jedem dann so ist. Ja, das stimmt. Das ist wirklich nervig. So, okay. Also dann links ist wahrscheinlich irgendwo weiter, ne? Ja, irgendwie müssen wir hier rüberkommen. Oder runter. Aber runter ist wahrscheinlich Ende Gelände, ne? Nee, so weit geht das gar nicht. Ne? Also hier zumindest nicht. Ja, hier, wenn man hier nochmal genau... Achso, hier, dann lass uns doch mal runterjumpen. Zack. Okay. Alles getan. Oh, jetzt ist auf einmal bei mir wieder Ruhe. Niente. Niente. Ich finde es auch ziemlich gut gerade, dass hier keine... Oh, jetzt geht's wieder los. Ah, Alter! Oh, Alter! Was ist das denn? Ein Dorfbewohner, Alter. Das ist der Typ, der da längst gehuscht ist. Oh. Boah, Alter, was hat der für ein komisches Gesicht? Was ist denn los bei ihm? Fuck, ey. Was ist los bei ihm, Mann? Ja, der war das. Du bist so ein Hund, ey. Wenn ich dich box finde. Den weg, Alter. Ich box den weg. Zerstört schon so, ist das Spiel dann vorbei. Game over. Hier ist wieder hier ist übrigens auch eine Leiter. Oh, ey. Hier ist eine Leiter. Achso, stimmt. We do it the hard way. Ja, wer geht denn da wieder? Warum gehen wir da wieder hoch? Nein, hier ist auch noch eine Leiter. Es geht nochmal eine Etage höher. Was? Tischsturmwaffe. Nein! Los, komm. Wir haben keine Zeit. Also, die Leiter hoch. Ja. Jetzt hier, hä? Ja, wo seid ihr? Vielleicht einfach runter? Wo seid ihr hin? Hallo? Hallo, die Leiter hoch. Ja, bin ich doch. Und dann? Ja, und dann nochmal die Leiter hoch. Oh, direkt davor? Ja, warte, ich komm mal zu dir. Ich komm zu dir. Da. Hab's. Nochmal die Leiter hoch, okay. Ah, da kommst du, okay. Oh Gott, Bergmann. Ey, diesen Metzger-Outfit, ne? So, ich glaub einfach hier runter, ne? Da reinspringen? Ja, hier runter einfach. Ist der weiter? Nichts. Hier muss man doch bestimmt runterkommen. Ey, Leute, falls ich sterbe, ne? Wir sehen uns im Himmel. Ja, mach mal. Und schau mal, wir sehen uns in der Hölle. Achso, jetzt bin ich auf der anderen Seite. Alles cool, ihr könnt runterkommen. Ha. Ja, ich bin komplett runter. Oh, du bist wieder, du musst nochmal den Weg hochgehen. Okay. Oh, hier ist der gute alte Lucifer. Boah, Alter, es sind halt nur so blöde Scare-Effekte. Wo bist denn du jetzt draufgesprungen? Du musst da einfach nur runter. Ja, jetzt bist du auch da. Ihr schaffelt zwar bei mir in der Luft, aber... Da. Oh, hier ist wieder ein Trichter, oder? Hier ist wieder ein Buch, aber... Hier ist nichts drin. Ich habe gerade das Buch gerade genommen. Oh, damn. Hier, dieses Gebäude wurde während des Zweiten Weltkriegs geschlossen wegen andauernden Attacken von den Deutschen. Alter. Kommt hier runter? Hört ihr das? Und wo bist du? Bei mir hat irgendeine Frau gerade oder wie so la la la. Oh Gott sei Dank, was bei dir? Mega aus. Stellt euch mal hier auf Lucifer, stellt euch mal auf die Platte da drauf. Da ging das bei mir. Nee. Ich will gar nicht da drauf, nur ganz ehrlich. Da passiert nichts. Also, Lucifer hat dich jetzt auserkoren, Ja, geil, ich feiere das. Ey, bei The Ring, dieses kleine Mädchen, ich hab's so gehasst.
Ja, die Frage ist, wie geht's jetzt weiter? Hier, wir müssen hier runter. Runter. Oh. Hier, komm mit. Einfach hier runter. Ach da. Es ist auch unglaublich hell gerade, dem vertraue ich nicht so. Oh nee, kein schmaler Gang. Wo seid ihr denn? Ja, hinter dir. Nein! Jetzt komm doch runter! Du blödes Sau. Oh. Oh Gott. Du musst nur über die Druckplatte. Okay. Ich habe gar nicht gesehen, wie Paluten da sind. Ich hab auch Paluten nicht mehr gesehen. Hallo. Hey. Warum ist es meine so gemacht? Ich weiß nicht, dass es so verwinkelt ist. Ich bin einfach. Oh, oh. Ach Gott, da ist eine Leiter. Ist nur eine Leiter. Was ist denn los? Hier? Last Words. Alter, da, okay, das war aber gut. Hier, warte mal, das ist wieder was für Sturm. Oh nein, oh nein, oh nein. Hier, was? Holy Bible, Last Words. Ich will keine, ich will nicht Holy Bible. Hier, nimm die heilige Bibel. Aber der Soundeffekt kam genau, als ich das Kreuz angeguckt habe. Okay. Was kann ich jetzt hiermit machen? Können wir ein bisschen Exorzismus durchführen? Oh, ach, wieder nur so ein Sohn. Oh, Digga, jetzt hab ich diese Sounds wieder. Wieder bumm. Ja, dieses jeder, der vorgeht, ne, der kriegt's ab. Ja. Ah, aber nee, nicht immer. Nicht immer. Oh, ja. Oh. Ach, nur so. Oh, Alter, jetzt habe ich aber auch hier. So. Ja, lass mal weiterreden. Alter, immer diese verkackten Türen, Alter, ich raste aus hier. Wo sind wir? Was sind wir? Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich auch nicht. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ey, was passiert jetzt hier? Oh. Hä? Was ist hier los? So? Was ist hier könnt ihr nur bewegen? Nee. Ich glaube, irgendeiner von euch hat. Jetzt geht. Hä? Ich glaube, irgendeiner von. Ich hab diese Frau wieder. Oh, ich auch. Nee. Oh, Digga. Und auch ganz leid. Jetzt kommt auch noch andere Musik. Ich raste aus. Nein, ich will das nicht hören. Ich will das nicht hören. Ich gucke auf den Boden. Ich kann mich. Ich, durch Springen kann ich mich bewegen. Ja, stimmt. Aber dann wird man irgendwie immer wieder zurückgepolt. Nee, ich nicht. Du nicht? Oh, was ist das hier? Oh, Alter. Oh! You must now decide. Habt ihr den Sound gerade nicht gehabt, Mann? Ja, doch. Nee. Ich glaub, Alter, ich wieso hast du dich nicht... Alter. The end? The end? Geil. Geile Scheiße. Alter, was? Gemälde. Zack. Und da ist das Gemälde, meine Damen und Herren. Das war eine Heidenangst. Hat mir das gerade eingehaucht und so. Und jetzt bin ich voll erschrocken, ich habe Soundeinstellungen lauter gemacht und dann bin ich raus und dann hatte ich diese Fresse und. Alter, dieses. So ich bin. Ich, ja. Ja. Nee, das hatte ich nicht. Da war eine Frau, Alter. Ja, die Frau habe ich nicht gesehen. Ich habe den Button gedrückt. Wir sollten uns ja entscheiden. Da habe ich aber auch einen Button gedrückt. Und der war, glaube ich, der falsche. Viel wichtiger ist, habt ihr diesen Schrei gehört? Ja, den Schrei habe ich auch gehört. Ich habe mich so erschrocken. Der hat mich auf jeden Fall geflasht, das muss ich sagen. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr schön auf der Facecam aussehen, definitiv. Ey, meint ihr, das hätte jetzt noch weitergehen können, oder was? Nee. Ich glaube, man konnte sich nur falsch entscheiden. Ja. Also, ich denke nicht, das hätten wir richtig uns entschieden, dass wir dann auf einmal so, hey, alle stehen wieder auf und essen. Ich muss zugeben, mir reicht's auch gerade. Ja, also das war auf jeden Fall ein sehr schöner Abgang. Das brauche ich einmal und da geht's mir richtig gut. Und dann durch die Mauer und dann die ganze Das Ding ist, ich habe einfach die ganze Zeit, weil es so verbuggt war, nicht damit gerechnet, dass das richtig funktionieren wird. Und habe überhaupt nicht damit gerechnet, als du dann am Ende dann so, weißt du, warst so konzentriert, weil du die ganze Zeit feststecktest und so dieses so nach vorne gejumpt bist. Ja. Alter Schwede. Ja. Ja, gut. Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Uns auf jeden Fall. Und sowas wird es nie wieder geben. Und ja. Man muss zu unserer Verteidigung auch sagen, dass wir auf jeden Fall ja, sehr leicht erschreckbar sind. Und der ein oder andere wird sich jetzt vielleicht gedacht haben, Mensch, die stellen sich aber so ein bisschen an. Aber Leute, zockt es einfach mal selbst, verdunkelt alles komplett und dann reden wir danach nochmal drüber. Also es gibt natürlich, manche sind wahrscheinlich für solche Sachen völlig resistent, aber nur gut, das muss dann jeder für sich selber entscheiden. Erstmal ein Cookie jetzt, ich stelle mir in die Ecke, ich bin jetzt... Ich habe hier noch, will jemand noch ein paar Knochen? Ich habe hier noch die Knochen mitgenommen. Nö, ach, lass mal. Typen.
Also wenn, hier, Papst, lass mich den Papst mal bei dir. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt dem Video gerne einen Daumen hoch. Wenn nicht, dann schreibt gerne auch eine konstruktive Kritik. Und was ihr auf jeden Fall machen solltet, ist mal bei meinen beiden Kompagnons hier vorbeizuschauen, den Paluten in der Sturmwaffe. Die Links findet ihr selbstredend in der Videobeschreibung. Das letzte Wort überlasse ich wie immer euch. Dasselbe.